Hallo, mein Name ist Kai Hagemann vom Sachverständigenbüro Waldkonzepte und ich heiße Sie herzlich willkommen beim Waldtrainer BB. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Dieser Wald hinter mir ist anders, so steht es zumindest hier auf dem Schild geschrieben. Und gleichzeitig, wenn ich mich umschaue, auf der anderen Straßenseite, die Bäume sind genauso hoch. Und im Zweifelsfall ist da drüben sogar dasselbe Dienstleistungsunternehmen tätig wie hier. Was also ist anders? Genau dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und auch schauen, ob das unter Umständen eine Option für Sie und Ihren Betrieb ist. Nachdem ich mich mit dem PFC-Regionalassistenten Sebastian Lohse getroffen habe, steht als nächstes, also heute, der Besuch bei Martin an. Martin ist Betreuer verschiedener Privatwald- und Kommunalwaldbetriebe, von denen einige zertifiziert sind und andere nicht. Bei ihm interessiert mich besonders, welche Gründe Forstbetriebe dazu bewegen, sich zertifizieren zu lassen, welche Erfahrungen er im praktischen Betrieb mit Zertifizierung gesammelt hat und ob er Zertifizierung uneingeschränkt für Waldbesitzende jeder Größenklasse empfehlen kann. Ja, liebe Waldbesitzende, ich bin heute im Wald verabredet mit Martin Schmidt. Viele kennen dich ja als Referenten bei der Waldbauernschule und aus dem einen oder anderen Film, den wir schon produziert haben. Aber eigentlich bist du hauptberuflich Gesellschafter und Geschäftsführer der Merker Forst & Service GmbH. Betreust viele Privatwaldbesitzer, Kommunalwaldbesitzer, bei den Privatwaldbesitzern sowohl große als auch kleine. Vielleicht kannst du kurz sagen, wer genau hat sich zu deinem Betreuungsportfolio als Förster gehört? Ja, von meiner Seite erstmal einen schönen guten Tag, Martin Schmidt, genau. Ich betreue im Bereich Potsdam-Mittelmark, Belitzer Bereich, an die 6000 Hektar Wald. Mhm. Dazu gehören ein Kommunalwald und diverse Großprivatwälder, aber auch zwei Forstbetriebsgemeinschaften. Also mein Portfolio reicht von dem 1 Hektar Waldbesitzer bis zu dem 1600 Hektar Waldbesitzer. Ja. Ja, und das in der Summe macht dann ungefähr 6000 Hektar Wald aus im Bereich Potsdam-Mittelmark. Ja, vielleicht kurz die Frage noch, seit wann bist du in diesem Geschäft unterwegs, also in der Betreuung von Privat- und Kommunalwaldbetrieben? Genau, ich habe von 2002 bis 2006 in Eberswalde Forstwirtschaft studiert, bin dann schon während des Studiums auch selbstständig geworden und habe dann schon ab 2005 die ersten Beförsterungsverträge mit unterschrieben. Ja. So dass ich praktisch nach meinem Studium oder während des Studiums schon direkt auch in die Selbstständigkeit gegangen bin und seitdem, seit 2005, 2006, betreue ich auch schon die Betriebe dort im Bereich Belitz. Ja, okay, ja. Alles klar. Thema soll ja sein Zertifizierung. Insofern zunächst die Frage, sind alle Betriebe, die du in der Betreuung hast, tatsächlich auch zertifiziert? Ja, im Rahmen der Bundeswaldprämie, die ja letztes Jahr von Frau Glöckner glücklicherweise beschieden worden ist, haben wir bis Oktober alle Betriebe, die größer sind als 80 Hektar, zertifizieren lassen. Mhm. Also alle größeren Privatwaldbetriebe ab 80 Hektar. Der Stadtwald Belitz, der war ja schon, der ist ja schon seit 2016 zertifiziert. Dementsprechend traf es vor allem dann die privaten Waldbesitzer, die sich zertifizieren lassen haben. Ja. Dass der Stadtwald Belitz sich schon 2016 hat zertifizieren lassen, hat das auch mit dir zu tun oder war das eine eigenständige Entscheidung seitens der Kommune, dass sie sich zertifizieren lassen wollten? Und wenn dem so war, was waren deren Beweggründe? Ja, sowohl als auch. Vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Ursprünglich wurde ja die Zertifikate in Deutschland eingeführt, um letztendlich auch einen Mehrwert in der Forstwirtschaft zu organisieren. So. Das heißt, man hatte eigentlich erwartet, zertifiziertes Holz ist mehr wert als nicht zertifiziertes Holz. Das hat sich dann in der Praxis eher als nicht umsetzbar erwiesen. Nichtsdestotrotz war 2015, 2016 hatten wir ein Überangebot im Holzmarkt und die Holzwerke oder die Holzindustrie ist auf uns zugegangen, meinte Herr Schmidt, wenn wir zukünftig auch Ihr Holz hundertprozentig abnehmen können und wollen, ist es notwendig in dieser Chain of Custody, dass Sie auch zertifiziert werden. Und das war zum einen
die Entscheidung, auch letztendlich auch Holz gut absetzen zu können. Auf der anderen Seite ging es natürlich für uns als Dienstleister, für eine Kommune oder auch für private Waldbesitzer darum, unsere Arbeit von einer dritten Organisation bewerten und kontrollieren zu lassen, damit wir letztendlich auch für den Auftraggeber, für den Waldbesitzer eine unabhängige Zertifizierungsorganisation haben, die unsere Arbeit bewertet. Ja, ja. So, insofern ein Stück weit auch eine Funktion, die sonst Forsteinrichtungen beispielsweise hat. Also dass jemand extern einfach in die Flächen reingeht und mal evaluiert und kritisch würdigt, welche Qualität hat dann tatsächlich die Arbeit, die dort vollzogen wird. Genau, wenn halt eine Forsteinrichtung vielleicht dann auch eher alle 10, 15 Jahre stattfindet, haben wir natürlich durch die Zertifizierung. So ist es bei forstlichen Dienstleistern. Die Frage ist, du sagst, alle Betriebe sind spätestens mit der Bundeswaldprämie, also alle Betriebe größer 80 Hektar, haben sich zertifizieren lassen. In welchem Zertifizierungssystem haben sie sich zertifizieren lassen? Ja, die Waldbesitzer haben die verschiedenen Zertifizierungssysteme verglichen und sind dann letztendlich zu PFC gekommen, das letztendlich halt eine praktische, relativ einfache Umsetzung der Zertifizierung ermöglicht. Und haben sich dann für PFC entschieden. Ja. Ja. Kannst du so ein bisschen nachvollziehen, ist die Motivation, sich zertifizieren zu lassen, wie es bei der Kommune war, hast du gerade so ein bisschen skizziert. Ja. War es bei den sonstigen Privatwaldbetrieben tatsächlich nur die Bundeswaldprämie? Oder spielt für die tatsächlich auch der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, da gibt es eine externe Evaluation? Ist das auch eine Motivation für die gewesen, zumindest teilweise in diese Zertifizierung reinzugehen? Ja, natürlich, weil Wald ist natürlich eine Vertrauenssache und wenn ich meinen Wald jetzt jemandem anvertraue, einen Betriebsleiter, einen Förster, ist das natürlich auch wichtig für den Waldbesitzer, der jetzt nicht vor Ort lebt, dass sie wissen, ja, es gibt da eine Organisation, eine Kontrolle meines Betriebsleiters und das führt natürlich einfach auch zum besseren Vertrauen, dass wir unsere Arbeit richtig machen und letztendlich halt auch nachhaltig ökologisch wirtschaften. Und das war für viele Waldbesitzer dann doch auch noch zusätzlich eine Motivation, sich zertifizieren zu lassen, unabhängig von der Bundeswaldprämie. Ja. Richtig. Da du jetzt in zertifizierten Betrieben quasi fast durchweg unterwegs bist, kannst du sagen, welche Auswirkungen diese Zertifizierung auf deine tägliche Arbeit hat? Schrägstrich, fühlst du dich durch Standards in irgendeiner Form tatsächlich beeinträchtigt in der Freiheit deines forstlichen Handelns? Ja, das ist eine spannende Frage, denn ich komme aus der naturgemäßen Waldwirtschaft, aus der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft und dementsprechend hat sich die praktische Arbeit für uns draußen gar nicht verändert. Mhm. Das heißt, wir legen Rückgegassensysteme an, wir markieren die Rückgegassen, wir verwenden keine Chemie, wir machen keine Kahlschläge. Also im Grunde genommen können wir unsere Arbeit einfach in der Praxis fortsetzen, weil letztendlich wir aus diesem Arbeitsbereich kommen. Und somit es für uns in der Zertifizierung keine großartigen Umstellungen gab. Ja, wir müssen ein bisschen mehr dokumentieren, aber das ist natürlich wieder, wie gesagt, für unsere Auftraggeber, für den Waldbesitzer einfach eine gute Bescheinigung, dass alles nach Recht und Ordnung verläuft. Ja. Hattest du jemals in deiner beruflichen Tätigkeit in diesen zertifizierten Betrieben bereits ein Audit? Ja, im Kommunalwald, den ich betreue, hatten wir schon ein Audit. Das war 2018 und das war ein sehr tolles Audit, weil letztendlich das nochmal, wie gesagt, eine Kontrolle auf einem hohen Niveau ist. Das heißt, da wir tagtäglich Jahr um Jahr in den Betrieben arbeiten, gibt es natürlich auch immer so Geschichten, wo man so ein bisschen betriebsblind wird. Und da ist es natürlich toll, wenn es nochmal so eine Kontrollinstanz gibt, die einfach auf die eine oder andere Sachen hingewiesen wird. Und letztendlich, was auch ein großer Pluspunkt ist der Zertifizierung, ist die Problematik der Bejagung. Ja, wir sind hier in Brandenburg, da spielt natürlich Jagd, ist ein großes Problemthema. Und da das Thema von uns Förster natürlich klassischerweise für den Wald besetzt ist, ist es natürlich auch wichtig, auch für Stadtverordneten, für Waldbesitzer, dass die Problematik von zu hohen Wildbeständen nicht nur von uns kommuniziert wird, sondern natürlich auch von der Zertifizierungsorganisation, dass wir letztendlich auch den Waldbesitzern, auch den Jagdpächtern auch vorlegen können, dass beispielsweise in bestimmten Betrieben einfach ein zu hoher Verbiss da ist und dass das nicht alleine Erfindung der Förster ist, sondern letztendlich auch, dass das von einer dritten Kontrollinstanz nochmal nachgewiesen wird. Ja, ja. Ja. Ich kann dir da auch zustimmen. Ich war auch bei einem Audit dabei in einem Forstbetrieb, der bei uns von der Firma betreut wird, und muss auch sagen, das war wirklich ein Austausch auf einem unglaublich hohen fachlichen Niveau. Ja, ja. Also insofern ist es nichts, wovor man Angst
haben muss nach meinem Dafürhalten, sondern das war einfach durchweg ein sehr, sehr angenehmer Termin. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Du hast jetzt vorhin erwähnt, dass es im Prinzip so eine Schwelle gibt. Du hast gesagt, bei dir alle Betriebe über 80 Hektar haben sich zertifizieren lassen. Wie sieht es mit den kleineren aus? Wenn wir zumindest hier im Land Brandenburg, der durchschnittliche Privatwaldbesitzer hat um die 5 Hektar. Ja. Würdest du denen empfehlen, sich zertifizieren zu lassen? Ja, wie gesagt, ich betreue auch zwei Forstbetriebsgemeinschaften. Da ist natürlich dieser typische Waldbesitzer auch klassischerweise dort vertreten. Und zur Bundeswaldprämie hat es zeitlich nicht gereicht, um uns zertifizieren zu lassen. Das, wie gesagt, muss ja letztendlich auch in der Vollversammlung entschieden werden. Mhm. Also jeder Waldbesitzer muss dem letztendlich auch zustimmen. Und das ist natürlich im Bereich der Corona-Maßnahmen schwer umsetzbar gewesen. Kann ich empfehlen, den kleinen Privatwalder sich zertifizieren zu lassen? Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie sich die nächste Zeit entwickelt. Denn es geht ja im Moment darum, diese Ökosystemdienstleistungen, die der Wald für die Gesellschaft erbringt, zu honorieren, zu monetarisieren. Und da, wie gesagt, wird im Moment auf der Bundesebene sehr stark darum diskutiert, in welcher Form, mit welchen Ansätzen, welche Voraussetzungen da erfüllt werden müssen. Und da würde ich im Moment erstmal noch darauf warten, um zu gucken, kann der Kleinstprivatwaldbesitzer das auch tatsächlich umsetzen. Letztendlich trifft es den Kleinprivatwald genauso wie den Großprivatwald. Für uns ist es natürlich toll, wenn wir ein drittes Auge haben, das unsere Arbeit bewertet, begutachtet. Wie gesagt, wohin die Reise jetzt im Moment geht, da würde ich jetzt einfach erstmal abwarten, was in diesem Jahr noch passiert mit der Monetarisierung der Ökosystemdienstleistungen für den kleinen Privatwald. Sprich, du siehst auch durchaus die Option, dass Zertifizierung ein Instrument sein kann im Rahmen dieser Monetarisierung dieser Ökosystemdienstleistungen. Auf jeden Fall. Ja, um diese externe Evaluation schlussendlich tatsächlich auf der Fläche zu haben. Ja. Ja, sehr schön. Dann schauen wir doch einfach mal, wo die Reise hingeht. An der Stelle, Martin, sehr herzlichen Dank. Gerne. Und wir sehen uns im Zweifelsfall draußen im Wald. Vielen Dank. Martin Schmidt hat im Gespräch die externe Kontrollfunktion durch die Zertifizierung hervorgehoben, die das Vertrauensverhältnis zwischen ihm als betreuenden Förster und den Waldbesitzenden eher stärkt. Die Diskussion über die Monetarisierung von Ökosystemdienstleistungen wie Kohlenstoffspeicherung, Grundwasserneubildung etc. sind im vollen Gange. Dass Zertifizierungssysteme hier, genauso wie im Bereich der forstlichen Förderung, eine Rolle spielen könnten, ist deutlich geworden. Ob die Audits, also die externen Kontrollen, immer so tolle Termine wie bei Martin oder auch bei mir sind, dazu befrage ich auf der nächsten Station meiner kleinen Reise durch die Welt der Zertifizierung die Auditorin Eva Schlossmacher.